Hey, meine Lieben, Thema Geschenke einpacken. Boah, da fangen einige schon an zu schwitzen, sagen, oh, schlimm. Aber das ist doch das Großartige am Verschenken, wenn man es dann auch so eingepackt überreicht und dann auspacken. Das muss sein und es ist so einfach. Und ich zeige euch jetzt ein paar nachhaltige Tricks und Kniffe, wie jeder das schafft. Was habe ich hier auf meinem Wusel-Einpacktisch liegen? Ganz, ganz viel. Zum einen Tapeten, Federn, Muscheln, Zeitungspapier, eine Artischocke, die nicht aufgegessen wurde und deswegen getrocknet ist. Zerschnittene Teile von so einem Lametta-Vorhang. Nochmal ein paar Federn und Geschenke, mit denen man Geschenke einpackt. Hä? Ich zeige euch, wie es geht. Los geht's mit den Tapeten. Was will ich mit Tapeten? Ich bin ja eine Frau, die oft im Baumarkt vorbeigeht. Und im Baumarkt darf man sich von den Tapetenmustern abschneiden. Ja, okay, das ist natürlich schon mal toll, denn wie schön ist so ein Muster. Ne? Hier so Paradiese oder hier Flamingos, ein Traum. Aber die Tapeten sind nicht nur wahnsinnig schön, sondern extrem dick und steif. Das heißt, wenn man da rein ein Geschenk einpackt, kann man zu 100% das kostbare Papier, nämlich die Tapete, wiederverwenden. Ich habe jetzt hier so eine ganz alte, oh, sie klebt schon, ganz alte Alu-Tapete, die sensationell reflektiert, Unifarben. Das heißt, wir müssen natürlich danach ein bisschen dekorieren. Und jetzt packe ich von der Judith mal so ein Parfum da rein und zeige euch, wie man die Verpackung zum Star macht. Jetzt sieht das ja eigentlich relativ mau aus, sind wir mal ganz ehrlich, oder? Also, so, aber pass auf. Wir nehmen jetzt einfach mal so eine hundsordinäre Kordel. Einmal, zweimal drum gewickelt. Immer noch nicht so hot. Aber jetzt kommt's. Bäm, eine Artischocke stecke ich hier einfach mal so ganz lässig an die Seite rein. Einmal. Aber, das ist jetzt natürlich so stachelig, da muss noch eine Gegenmaßnahme getroffen werden. Eine schöne Feder noch dazu. Alles so in diesen Naturtönen. Sieht schon mal mega mäßig aus. Aber jetzt schnappe ich mir noch die Heißklebepistole und setze hier unten noch zwei Muscheln drauf. Und fertig ist ein Monstergeschenk. Das sieht doch aus, als wäre da jetzt das teuerste Collier der Welt drin verpackt, oder? Und weiter geht's mit lustigen Tipps. Man nehme eine Päckchenverpackung, ne? Wir alle kennen von den Versendern, die kommen ja massenweise zu uns ins Haus. So, das einfach anstreichen mit einem Lackrest, mit ein bisschen weißer Farbe. Und dann sieht das Ganze so aus, wenn es getrocknet ist. Schon mal grundsätzlich relativ dekorativ, aber es geht noch besser, denn dafür basteln wir uns jetzt eine Dekobrosche. What branding? Ganz einfach. Wir nehmen ein Stückchen Pappe, muss jetzt nicht so schön rund ausgeschnitten sein. Ist wurscht egal, das ist unsere Basis, unser Fundament. Darauf geben wir einen schönen fetten Klecks Heißkleber und da rein schmeißen wir jetzt ein verknütteltes Bändchen. So, bisschen festdrücken oder hier so ein Schmetterling kommt auch noch da rein, festdrücken, so. Kann man auch noch mit dem Glitzer draufstreuen, wenn man möchte, muss aber gar nicht sein. Die Frage ist jetzt, warum habe ich das alles auf dieser Brosche verfestigt, drauf montiert? Ganz einfach, diese Brosche kann ich auf alles draufsetzen und wieder abnehmen. Draufsetzen und abnehmen. Man muss kein Bändchen schneiden, sondern man macht einfach ein Kleckschen Heißkleber. Ups, wirklich nur ein Tröpfchen. Die Brosche drauf, die ist dann auch so ein bisschen schön erhaben. Und schon hat man eine total tolle Geschenkverpackung. Und wenn die Verpackung irgendwie beschädigt wird beim Aufreißen, sei es jetzt ein Geschenk oder hier meine angemalte Päckchenverpackung, dann nehme ich die Brosche und schnalze mir sie einfach wieder ab und benutze sie wieder fürs nächste Geschenk. Ein Geschenk, das ich mit dem Geschenk verpacke. Wie, was, wo? Ganz einfach. Das sind so süße Baby-Spucktücher. Und da schnappe ich mir jetzt mal so eins. Zack, zack, zack. Und genau wie Geschenkpapier
verpacke ich jetzt das Geschenk im Geschenk. So, dekoriere ich das Ganze noch mit so einem kleinen Federchen. Rein damit und mit so einem hübschen Ast. Et voilà. Und schon habe ich ein Geschenk mit dem Geschenk verpackt. Genau das Gleiche geht natürlich auch bei Hundeliebhabern mit so einer Hundedecke oder bei Handtüchern mit den Handtüchern, Küchentüchern mit den Küchentüchern. Immer mal denken, vielleicht kann ich mir die Verpackung ja auch sparen. Weiter geht's mit Zeitungspapier. Alter Hut in das Zeitungspapier einpacken. Ja, aber pass auf. Erstmal anständig knäueln, damit das richtig schön weich wird und auch so eine schöne Patina. Ich habe hier die Sportseite, also wenn ihr Turnschuhe verschenkt, dann natürlich die in der Sportseite. So, wieder aufmachen und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ganz weich, eigentlich fast wie Seidenpapier. Und hier habe ich noch so eine schöne Make-up-Palette. Die knall ich da in die Mitte. Schnapp mir das Ganze. Ein Bändchen drumherum. Und noch irgendwas Dekoratives, was ich da mit reinstecke. Zum Beispiel hier so ein paar Faunfedern. Oder vielleicht habt ihr von der Stola noch eine Feder, die abgegangen ist. Oder irgendwas aus der Knopfkiste. Und schwuppdiwupp habe ich aus nichts ein hübsches Geschenk gebastelt. Genauso cool. Brottüten für Kleinigkeiten zum Verpacken. Schleifchen drauf und es sieht ganz romantisch entzückend aus. Na, ist doch nicht so schwer. Wenn ich euch inspirieren konnte, dann schenkt mir ein Däumchen, lasst mir ein Abo da und bitte, bitte, Kommentare, Input, ich liebe es. Vielen, vielen Dank und 1000 Küsse. HSE. Here Shopping entertains.